meine gesunden Fitness-Bounties. Wenn ihr Kokos liebt, werdet ihr die Dinger echt lieben. Ihr braucht dafür 100 Gramm Kokosraspeln, 1 Esslöffel Kokosöl, 1,5 Scoop Vanilleprotein, 3 Esslöffel Kokosmehl, Kokosmilch 200 ml, ich nehme fettreduzierte und zum Süßen nach Wahl, ich nehme Süßstoff. Genauso geht Zuckerleit oder Erythrit. Los geht's! Die Kokosraspeln 100 Gramm in eine Schüssel, die Kokosmilch dazu. Ich nehme einfach die Hälfte von so einer Dose. 1 Esslöffel Kokosöl, süßen, also ich brauche schon immer relativ süß. Vanilleprotein dazu und auch noch für die festen Bestandteile noch ein bisschen Kokosmehl, damit das jetzt gleich, wenn du es verrührst, eine schöne homogene Masse wird. So heißt das doch, glaube ich. Okay, dann kurz in den Kühlschrank stellen und jetzt geht's los auf Backpapier Kugeln formen. Wenn ihr richtig gutes Augenmaß habt, könnt ihr zwischen 15 und 20 gleichmäßige Kugeln herausbekommen. So sehen meine aus. Sie müssen ja einfach gut schmecken, die müssen ja nicht perfekt aussehen. Die kommen jetzt nochmal in den Kühlschrank und in der Zwischenzeit mache ich die Glasur. Dazu nehme ich 3 große Stücke dunkle Schokolade mit 1 Teelöffel Kokosöl in der Mikro kurz schmelzen lassen. Kurz warten und dann, ich nehme noch ein bisschen Süßstoff in die Schokolade, werden die Balls glasiert. Ein paar lasse ich raus, dann schmecken die so ein bisschen wie Raffaello. Oh mein Gott, unfassbar lecker, diese gesunden Bounty Balls, sag ich mal. So sehen die von innen aus. Gesunde Fette, Protein, kein Zucker, mega lecker. Okay, testet es gerne, probiert das Rezept aus und abonniert meinen Kanal. Danke fürs Zuschauen!